Sommer, Zeit um nachzulegen am Grill. Mit den Stars der Penny DEL. 14 Teams, 7 Duelle. Wer spielt am besten mit dem Feuer? Heute ist Derby-Time am Grill. Die Nürnberg Ice Tigers gegen den ERC Ingolstadt. Willkommen zum 7. und letzten Duell der Penny DEL Grillmeisterschaft. Die letzte Möglichkeit zu verhindern, dass die Mannheimer diese Trophäe mit nach Hause nehmen. Die haben nämlich schon in der ersten Folge den Titelverteidiger entthront, liegen seitdem mit 55 Punkten an der Spitze der Tabelle. Jetzt gibt es also noch zwei Teams mit Ingolstadt und mit Nürnberg, die die Möglichkeit haben, das Ganze noch zu drehen. Und hier sind die Protagonisten. Hallo liebe Leute, hier sind die Zutaten für das Meistergericht. Ich bin übrigens der Wojtek Slawiak, Stürmer für ERC Ingolstadt. Und ich bin der Simon Knüpp, Verteidiger vom ERC Ingolstadt. Und heute reißen wir die Hütte ab. Ey Wojtek, wo rennst du hin? Also die Laufwege der Ingolstädter stimmen ja nicht so wirklich. Ich glaube, unsere Linie ist klar. 10 Punkte. Ich bin Leon Honecker, Torhüter der Nürnberg Ice Tigers. Ich bin Tim Fleischer, Mittelstürmer der Nürnberg Ice Tigers. Kollege Ziemann, halt die Zehner bereit. Was müssen die heute zaubern? Dürfen sie machen? Also wir werden einen Feta vom Grill machen, das heißt eine vegetarische Geschichte und als Dessert so kleine Blätterteigtaschen gefüllt, Achtung, mit Avocado, mit Banane, Schokolade, Haselnuss. Wird lecker. Im letzten Duell nochmal richtig gut. 55 Punkte gilt es zu schlagen. Wie gelingt es, diese Punkte zu holen? 65 ist Maximalpunktzahl. Genau, im besten Fall grillt ihr in euren zwei Durchgängen jeweils maximal 30 Punkte. Und dann haben wir noch in der Mitte eine Quiz-Challenge, wo es nochmal 5 extra Punkte geht. Dann würde ich sagen, Kovi, an den Grills. Kochst du zu Hause gerne? Meine Freundin kocht, ja. Lässt du zu Hause gerne kochen? Ich lass gerne zu Hause kochen. Genau. Oh ja, dann wollen wir heute mal gucken, was geht. Meine Freundin hat mir gesagt, ganz einfach nach dem Rezept. Einfach nur nach dem Rezept, genau. Stellen wir es clever an. Gestern, als ich dann eingeschlafen bin im Hotel, bin ich schon mal so in der Nacht aufgewacht, hab gedacht, oh, Hauptsache nicht blamieren morgen. Was kannst du besonders gut kochen? Rührei, würde ich sagen. Also frisurmäßig haben wir uns schon angenähert hier, glaube ich. Ja, früher war es bei mir auch mal so. Tim, man soll nach Rezept kochen, du fängst schon mit irgendeiner anderen Schmarrn an. Nee, wir machen hier Teamarbeit. Das ist kein Problem, machst das mal, gell? Ich glaube, die da hinten sind echt langsam. Wir haben uns heute Morgen kennengelernt auch. Ich meine, ich kenne seinen Bruder, den Phil, ist ja auch in der Liga. Also ist ein toller Typ, deshalb war es mir eigentlich klar, so weit kann der Bruder dann ja auch nicht davon entfernt sein. Wir nehmen die direkt raus, tun die Tomaten rein und machen dann nur noch Balsamico rein, weil das Gewürz da dasselbe. Mischen würde ich es nicht, nein. Okay, dann nein. Lassen wir das. Gut, dass ich dich habe. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wie viel Salz sollte da eigentlich rein? Die Salzfrage. Zucker nur ganz wenig, gell? Brise. Eine Brise, das ist passt zwischen Zeigefinger und Daumen, gell? Einfach rein. Okay, pass auf, das ist eine Brise. Zwischen Daumen und Zeigefinger. Ach so, ja, okay, da habe ich viel zu wenig. Ja, passt. Nee, du hast das perfekt gemacht. Sieht nicht so gut aus da drüben, muss ich sagen. Dann wäre ich schon wirklich traurig, wenn wir das hier nicht gewinnen gegen die. Habt ihr euch irgendwie vorbereitet eigentlich? Vorbereitet? Ja. Nee. Also ich habe mir ein Tutorial auf YouTube angeguckt. Einsatz wollte ich zeigen heute, deshalb. Für das Gericht? Für das Gericht. Ihr YouTube-Tutorial, ne, hat er gemacht. Wie habt ihr euch vorbereitet? Echt jetzt? Wir haben zusammen gekocht. Wir haben uns auch vorbereitet. Wir haben zusammen daheim gekocht. Ey, ihr sollt kochen, ne, nicht reden. Also wenn zwei Leute prädestiniert sind für diese Grillmeisterschaft, dann doch bitte Fleischer und Hungerecker. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Ja, deshalb. Aber uns wurde schon gesagt, wir sind genau deshalb auch hier, glaube ich. Wo wir das Rezept gesehen haben, haben wir halt gesagt, pff, ja gut, zum Glück müssen wir nur einen Käse machen und kein Steak. Da kannst du ja ein bisschen mehr was zerstören. Kannst du mal hier Salz, Pfeffer und Zucker drauf machen, wie du es gerade schon gemacht hast? Das hast du so gut gemacht. Du musst eher Nürnberg helfen. Wir schaffen das ja. Okay. Also wir schaffen das. Lauchzwiebeln, hier, 5. Lauchzwiebeln putzen. Und feine Ringe schneiden. Feine Ringe, was heißt feine Ringe? Ja, so wie die da drin. Schau da drüber, schaust dir da drin an. Gerne auch mal selber ausprobieren. Alle Rezepte sind online verfügbar auf penny.de/eishockey. Also ran an den Speck. Darf ich euch ganz kurz zeigen, das habe ich bei den anderen auch gemacht. Mhm. Ist ja klar, dass du in Nürnberg helfen musst.
Das ist eigentlich. Schau, was habe ich gesagt? Gescheit. Und jetzt machst du das alles drauf. Gescheit drauf. Dann haben wir zu wenig Salz auch. Ne? Mach noch mehr Salz. Hä? Mach noch mehr drauf. Noch mehr Salz. Hey, ihr mit dem Salz? Okay, da bin ich mal gespannt. So, tun wir es drauf. So, ab in die Mitte. So. Perfekt. Läuft bei uns. 10 Minuten. Aber es sah schon schön aus, muss ich sagen. Also. Ihr habt ihr toll gemacht. Ja. Super, ne? Hey Siri, stelle Timer auf 10 Minuten. Also die 7. Folge hier ist nur Quasselei. Ich bin echt gespannt, ob das auch schmeckt. Den Grill muss man auch zumachen, gell? Beim Grillen. Wollte ich nur sagen. Den musst du nicht offen lassen die ganze Zeit. Ja, entspann dich mal da drüben. Deswegen sind wir ja gekommen. Nur zum Trash-Talken sonst und ein bisschen zum gut aussehen. Habt ihr gesehen, wie es bei uns aussieht? 1A. Wer hat hier, Moment, vielleicht kann ich es noch retten. Ach du Schreck. Am besten querlegen und nicht längs, verstehst? Sag mal, die Hälfte ist jetzt unten reingefallen, gell? Ja, wenn du es halt längs hinlegst, wird es blöd, gell? Das sieht ja schlimm aus bei denen. Bei denen sieht es ja schlimm aus. Du als Kochprofi, bisschen, was meinst du? Ein bisschen verbrannt, oder? Nein, Röster-Rum nennt sich das. Ah, okay. Hast du es probiert? Perfekt. Dann wollen wir noch mal sehen, was in diesem letzten Duell beim Hauptgang so gezaubert wurde und wie die Jury das bewertet. Wir starten mit Ingolstadt. Hier sind die Punkte der Jury. Für mich war das gut. Cool. Was hast du? Nicht würzig genug. Aha, 5. Nicht würzig genug, genau, fand ich auch so. Dann haben wir jetzt die Nürnberger. Und bitte? Die Nürnberger waren für mich besser. Für mich auch. Um einiges. Und deshalb sind die würzigen Franken nach dem ersten Gang eine Prise voll. So, damit haben wir 19 zu 21. Nürnberg führt mit 2 Punkten. Aber es ist noch alles drin. Wir können ja in der Quiz-Challenge noch 5 extra Punkte vergeben. An die Buzzer, fertig, los. Jetzt wird gequizt. 3 richtige Antworten müsst ihr geben. Erste Frage. Wie lässt sich Entrecote übersetzen mit zwischen den Rippen oder mit auf dem Rücken? Auf den Rücken? Yes. Entre ist leider zwischen ja. den Rippen. Damit geht der Punkt an euch. 1-0 für Ingolstadt. Einer ist da. Zweite Frage. Die scharfe Grillwurst mit dem französischen Namen Merguez hat ihren Ursprung in Afrika oder in Südamerika? Südamerika. Das ist falsch, es steht 1-1. Boah. Wichtig. Am besten ist natürlich, wenn ihr es wisst. Ja, ja. Als Klassiker in Franken gelten 3 oder 5 im Weckler? 3. Das war natürlich jetzt ein Heimspiel. Ja, das ist ja. Ein Würstchen im Teigmantel nennt man auch Würstchen im Schlafrock oder Würstchen im Bademantel? Im Schlafrock. Das ist richtig. Yes. Damit habt ihr auch die Quiz-Challenge gewonnen. Ihr wusstet nicht eine Sache, oder? Nein. Zum Glück habe ich Tim im Team. Mit Würstchen kennt man sich in Nürnberg eben aus. Es wird eng für Ingolstadt. 7 Punkte der Rückstand. Jetzt geht's ja auch noch ans Dessert. Da könnt ihr natürlich auch noch aufholen. Wir werden Blätterteigtäschchen machen. Das heißt, die sind gefüllt mit Nuss, mit Schokolade, mit Banane und mit Avocado. Wie steht ihr so zu Süßspeisen und leckeren? Sehr? Sehr, ja. Mhm. Finde ich immer super lecker. Auf jeden Fall. Was hat dir deine Freundin gesagt? Einfach das Rezept von oben nach unten abarbeiten, oder? So. Junge, ist das schwer. Ja? Ja, brutal. Das ist voll schwer, oder? Ja. Passt auf eure Finger auf, die braucht ihr noch. Ist gut für dich? Ja, ich blute nur. Du blutest? Brauchen wir ein Pflaster? Ja, ich habe mich an der Reibe geschnitten, aber das passiert öfters. Sind ja keine Fußballer. Ja. Ihr seid ja keine harten Fußballer. Genau. So, erste Hilfe, jawohl. Koch und Arzt. Wo? Hier. Wo? Das ist klein. Oh, das ist ein kleines Ding, ja. Guck mal, wie tust du dich mit den Nüssen? Ey, schon schwer, ne? Es ist nicht so leicht. Ja, es ist ja auch nicht so leicht. Wer diese Trophäe gewinnen will, muss halt auch ordentlich was leisten. Müssen wir helfen. Ja, das ist wie Sommertraining, oder? Das ist wirklich die schwerste Aufgabe, die ich jemals gemacht habe. Musst du mal probieren. Ja, ich probiere mal.
Ah, nicht die Schokolade. Darf ich ganz kurz fragen, wie oft hilfst du deiner Freundin beim Kochen? Nicht oft. Das sieht man. Aber die Schnitttechnik aus dem YouTube-Tutorial, die hast du ja. Ja, schau mal hier, schau mal. Nur sind wir mal drüber gesprochen. Können wir das mal bitte wegstellen? So. Können wir da mal schauen, wie hier geschnitten wird? Und wie schön das vor allem aussieht. Ein Profi. Wow. Ja. Alles drauf. Das war mehr so ein Instinkt, dass ich das Messer genommen habe, mich nicht schneiden wollte. Hat dann super geklappt. So. An sich sieht super aus und es schmeckt auch super. Schmeckt super? Mhm. Ja. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber es ist jetzt doch die Füllung dann doch schon fertig. Der Tim, der hat da drüben alles im Griff. Mehr süß, lieber zu süß, weil sonst kannst du mit anderen, dass wir zu wenig gewürzt haben oder sonst was. Probieren wir mal. Oh, das ist sehr süß. So, was glaubt ihr jetzt? Wer nimmt den mit? Mannheim. Mannheim, glaubt ihr? Also wenn es einer nicht mitnimmt, dann Ingolstadt, glaube ich. Ich habe Hunger. Sieht man ja, dass du Hunger hast, gell? Also das ist tatsächlich jetzt die Verwarnung. Jetzt kommt eure Disziplin. Freestyle Puderzuckern. Puderzucker schmeckt dir, oder? Ich liebe Puderzucker. Das super. Wussten wir. Du schmeißt einfach den Puderzucker jetzt komplett da so drüber, oder wie? Ja, weil vorhin habe ich mir anhören dürfen, dass wir zu wenig gesalzt haben, zu wenig Pfeffer, alles drum und dran. Aber jetzt geht's um Zucker, das ist eine andere Baustelle. Gut. Der Zucker muss genug sein. Vor allem, es ist ja jetzt nicht so viel Puderzucker, oder? Also gut verteilt. Die Hälfte ist daneben gegangen, deswegen. Junge, das schmeckt brutal. Kann ich mal von euch probieren? Also nur so, unser sieht viel besser aus. Also ein Dessert soll auch süß sein, weißt du das, ne? Euer ist einfach viel zu süß. Da bin ich auch sehr gespannt. Also hier ist eher Kategorie süß, habe ich jetzt festgestellt. Hier eher ein bisschen dezenter. Genau. Na? Hat dieses Dessert das Potenzial, die volle Punktzahl abzuräumen? Wir kommen zur Entscheidung. Starten mit der Punktevergabe für den ERC Ingolstadt. Gut und süß. Gut süß halt. Ich hatte nur Honig geschmeckt. Ja, und jetzt kommt die Entscheidung, ob es die Nürnberg Ice Tigers mit ihrem Dessert geschafft haben, die Tabellenführung zu übernehmen. Die Punktevergabe lautet wie folgt. Knapp. Vorbei, aber 9, ein tolles Dessert hingelegt. Mann, ey. Am Ende stehen 51 starke Punkte für die Nürnberg Ice Tigers. Respekt, Männer. Und Ingolstadt? Wir hatten Spaß. Immerhin. Wir hatten Spaß. Das ist doch gut. Und ihr hattet Erfolg. Ja, wir sind froh, dass wir sie geschlagen haben. Wollen wir nächste Saison dann auch machen, ne? Das war das siebte und letzte Duell der Penny DL Grillmeisterschaft. Nürnberg schlägt Ingolstadt und wir schauen gemeinsam auf die Tabelle. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch, Adler, denn der neue Champion der Penny DEL Grillmeisterschaft kommt aus Mannheim. 4 Punkte dahinter, Nürnberg. Und wir sehen 9 Teams ganz eng beieinander in den 40ern. Und in Iserlohn, da sollte man in Zukunft vielleicht mal wieder häufiger den Grill anwerfen. Aber the winner takes it all. Adler Mannheim, diese Trophäe geht an euch. Das heißt aber, Nürnberg, ihr seid Vizemeister. Hey, gute Leistung, oder? Dankeschön, super, cool. Auf jeden Fall. Da gibt es sogar Applaus. Da gibt es Applaus. Vom Mitbewunderer, ja? Sehr schön. Ihr seid immerhin nicht Letzter geworden. Gibt auch Applaus von uns dann. Nicht Letzter. Das waren alle Duelle, aber wir sind noch nicht fertig, denn wir blicken noch mal gemeinsam auf die Höhepunkte in der nächsten Folge. Bis dahin. Dann natürlich auch mit den Reaktionen der strahlenden Sieger. Das alles ab dem 8. September auf penny.de/eishockey.